Ja, Sie fragen sich, was ich hier mache. Ich mache Social Media. Denn heutzutage sage ich immer, selbst ist die Frau, ne? Ich mache hier Fritten. Und zwar krosse Fritten. Salzige, krossige Fritten. Mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nährwerten, von denen Sie sonst nur träumen können. Das sind Fritten, French Fries aus der Auvergne. Die Kartoffel, mein Kartoffelacker ist direkt neben Wolwig. Kennen Sie das? Das Mineralwasser. Das ist fantastisch, das schmeckt richtig. Insofern heißt es, jetzt hier langsam rüberkommen zum queeren Tanztee hier in Planten und Blumen. Ich sage erstmal danke, danke, danke Renate. Ich sage bitte, bitte, bitte. It's because I'd like to see you, but then again. That doesn't mean you mean that much to me. Dankeschön, danke Doris Hudson, sehr schön. Und ja, nochmal so ein bisschen, um das hier einzuordnen. Wir sind heute hier mitten in Planten und Blumen und feiern unseren queeren Tanztee. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das passiert, weil Menschen das wollen, weil wir das wollen, weil die Menschen, die hierfür verantwortlich sind, das auch wollen, dass wir als queere Personen hier stattfinden. Und das ist großartig. Damit das so bleibt, müssen wir wählen gehen. Ja, aber nee, also wirklich, ich habe nichts gegen Heterozismen. Da muss ich einmal ganz ehrlich sagen, einige meiner besten Freunde sind hetero-cis-Männer. Und überhaupt, ich finde das mutig von denen. Wirklich, ich finde das mutig, dass die sich das trauen, das so zu leben, so als hetero-cis-Mann zu leben, das könnte ich nicht. Und das, liebes Publikum, ist ein Witz, der doppelt funktioniert. Denn ich habe es tatsächlich versucht, als hetero-cis-Mann zu leben. Überraschung, ich konnte es wirklich nicht. Wir freuen uns, dass ihr jetzt weiter mit uns feiert. Bis heute Abend um 8. Wir haben fantastische Musik und La Carpio wird auch gleich auflegen. Also insofern, es wird wundervoll. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön.